Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute beginnt eine neue Serie auf YouTube und zwar nenne ich die Goldgrinden mit die Pfeiler. Ja, Goldgrinden ist einfach so ein Thema, was mich irgendwie momentan sehr interessiert. Ich war immer jemand, der relativ wenig Gold im WoW hatte und das möchte ich auf jeden Fall ändern und auch in meinen Livestreams auf Twitch bin ich jetzt des Öfteren mal am Goldfarmen und deswegen möchte ich euch auch vor allem ein paar Wege zeigen, wie man gut in WoW Classic Gold grinden kann. Wir fangen mit dem ersten Video an und zwar befinden wir uns hier in Diamol, in Ferralas. Wir gucken hier gerade mal, in Ferralas gehen wir rein, hier im Düsterbruch auf Deutsch und dann sind wir quasi hier in der östlichen Inni, Diamol Ost, gehen wir hier gleich in die Inni rein. So, jetzt sind wir hier in Diamol East angekommen und bevor wir quasi in die Inni reingehen, werde ich euch hier gerade mal auflisten, was wir eigentlich in der Inni vor allem farmen wollen und mit wie viel Gold ihr ungefähr rechnen könnt. Ihr solltet auf jeden Fall Schurke spielen für den Guide, denn wie gesagt, das ist ein Schurken-Goldfarm-Guide an der Stelle hier, wie man solo, also alleine in Diamol East quasi Gold farmen kann. Dann solltet ihr Kräuterkunde haben. Idealerweise auf 300 natürlich, denn ein sehr großer Anteil von eurem Gold, das ihr hier in der Inni machen werdet, wird über die Kräuter kommen, die wir hier looten werden. Es wird vor allem der Ghost Mushroom sein, dann das Traumblatt und Groms Blut auch noch ein wenig. Ja, die zweite Einkommensquelle, die wir hier in der Inni haben würden, sind die Truhen. Wir haben in der kompletten Inni 4 Locations, wo quasi Truhen stehen können. Wir haben immer safe eine und das ist auf jeden Fall sehr cool und wir können alle 4 looten. Ich werde euch quasi auch nach dem kurzen Intro-Video hier diese Goldfarm-Methode auch nochmal ein schöniges Video hochladen, wo wir uns quasi alle Truhen und so weiter mal genau in der Inni anschauen werden. Jetzt werden wir gleich einen Run machen, dementsprechend kann ich euch heute nur einen Spawnpunkt von einer Truhe zeigen. Diese Truhen sind im Schnitt ungefähr 7 Gold wert. Ja, wir haben in jedem Run relativ viele Kräuter. Wir haben immer eine Truhe safe. Der dritte Haupt-Goldmaker in der Inni hier ist der Teufelsstoff, den wir von verschiedenen Dämonen in der Inni bekommen, die wir immer mal wieder killen müssen oder wollen. Und dann gibt es noch diese Pottlinge, die ihr hier quasi looten könnt. So kleine Pflanzen, die sich immer mal wieder öffnen. Da können manchmal diese Run-Tan-Knollen hier drin sein, die wir auch relativ gut verkaufen können. Das alles sind eigentlich so unsere Haupteinnahmequellen und dann noch ein paar graue Items, die hier droppen können. Und ja, overall macht man mit dieser Goldfarm-Methode hier ungefähr 75 Gold pro Stunde. Oh, das ist auf jeden Fall eine Ansage, Leute. Es gibt so Vermutungen auf Servern, wo das Teufelsstoff und auch die Kräuter noch so ein bisschen mehr wert sind. Und wenn man dann auch noch die Sachen nicht direkt verkauft, sondern quasi disenchantet. So mache ich das auch. Also ich schicke quasi grüne Items an einen Twink, disenchantet die, bekomme dann noch Chance und Essenzen und so weiter. Und wenn man dann einige Greens eben nicht disenchantet, sondern die im AHA verkauft und nicht einfach nur so verkauft, dann kann dieser Wert sogar bis zu 100 Gold pro Stunde ansteigen. Also meiner Meinung nach absolut der beste Goldfarm für Schurken, den sie alleine machen können in WoW Classic momentan. Also Freunde der Nacht, wir sind in der Inni drin und bevor wir anfangen, nochmal die Info hier. Mit dem Gear gehe ich rein, ihr braucht nicht Full Epic dafür, solltet aber schon das ein oder andere gute Teil auch haben. Ich denke, die beiden Darren-Schwerter sollten auch reichen und ja, wir gehen einmal mein Gear durch. Wie gesagt, ich habe natürlich schon das ein oder andere Epic an der Stelle. Hier auch die Klaue aus Blackwing Lair, habe ich mich auch sehr drüber gefreut, auch ein bombenmäßiges Design, die Waffe. Und ja. Wie gesagt, wenn ihr sehr viele gute blaue Sachen habt, vielleicht ein, zwei epische, sollte es aber kein Problem sein. Es dauert vielleicht einfach nur ein bisschen länger, bis ihr dann die Elite-Viecher down habt. Ja, mit was für einer Skillung gehe ich hier rein? Ich gehe mit keiner normalen Hemo-Skillung rein und auch mit keiner normalen PvE-Skillung. Ihr könnt es aber auch mit den beiden machen. Es ist einfach nur ein bisschen umständlicher vielleicht. Ich für meinen Teil finde, habe hier die perfekte Skillung gefunden eigentlich. Ich gehe hier ein paar Punkte in Sabletiere, in Meucheln rein, für mehr Damage halt eigentlich im Grunde. Und hier wird es ein bisschen interessanter. Im Kampfbaum gehe ich bis Riposte runter. Das finde ich einfach sehr angenehm, wenn man gegen die Elite-Viecher kämpft.
ist eine sehr nützliche Fähigkeit, weil man einfach sie entwaffnet. Sie machen weniger Schaden. Man selbst wiederum macht an ihnen Schaden in dem Moment. Und genau, wir parieren auch dadurch natürlich deutlich öfter. Und ja, können einfach die Elite-Viecher, die wir killen müssen in der Ini, leichter down bekommen. Dann hier im Sablati-Baum, relativ normal runtergegangen. Was ich hier auf jeden Fall mitnehmen würde, wenn ihr hier reinskillt, ist der geisterhafte Stoß. Der ist wirklich sehr hilfreich. So eine kleine Mini-Evasion nenne ich die immer. Auch, ihr bekommt hier nochmal deutlich weniger Damage von den Elite-Viechern. Werdet ihr auch alles gleich noch sehen können. Genau, und natürlich hier noch bis unten Preparation. Ja, bevor ihr den Run beginnt, ganz wichtig immer hier Kräutersuche aktivieren und Gifte auf beide Waffen. Ich mache immer verkrüppelndes Gift auf die Mainhand und sofort wirkendes Gift auf die Offhand. Denn damit kann man im Notfall immer nochmal eine Runde kiten. So, wir beginnen den Run, wir starten hier den Timer und wir springen einfach relativ gerade quasi hier direkt runter. So, wir gehen direkt unsichtbar und haben hier auch schon direkt das Herz. Gromsblut, was man auch immer relativ unproblematisch hier looten kann. Versucht auf maximale Entfernung immer zu gehen mit diesem Kräutersammlungsding hier und dann wird gelootet. So, dann gehen wir immer in Verschwohlenheit an diese Dinger ran hier, denn die können, oh, wir haben Glück, den können wir looten, weil manchmal gehen diese auf und spawnen Viecher. Und wenn das passiert, ist es halt eben gut, wenn ihr unsichtbar seid, weil dann addet ihr den nicht und könnt einfach ganz entspannt weiterrennen. So, und dann geht ihr quasi erst einmal hier vorne, wir gehen immer hier vorne, gehen hier so rum um die Ecke und looten hier direkt erstmal das Traumblatt. Genau, so, dann gehen wir mit unsichtbar. Und je nachdem, wie ihr wollt, ihr könnt die Teile hier immer looten auf Krampf. Müsst ihr aber nicht unbedingt, müsst ihr mal so ein bisschen Feeling für bekommen. Na, hier sind zum Beispiel die Viecher drin gewesen, deswegen war es gut gerade, dass wir da unsichtbar waren und die uns eben nicht angreifen konnten. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, in der Ini können auch die Diamol-Bücher spawnen, die quasi ja, die verschiedenen Klassenbücher dann freischalten und Kelsera eben auch. Und einer von den Bücherpunkten ist zum Beispiel hier vorne, also hier auch immer abchecken. Hier kann auch eins der Bücher liegen, blende ich hier gerade mal ein. Die können quasi in diesem Buch dann drin sein und eben auch das Kelsera-Buch. Die blauen Bücher gehen leider nicht mehr für so mega viel Gold weg, aber das Kelsera-Buch ist auf jeden Fall noch ein bisschen was wert. Ja, an der Stelle einfach der Tipp, lootet, beziehungsweise lootet noch nicht direkt, sondern öffnet diesen Portlink von hier hinten. Dann könnt ihr quasi hier so durch den Baum, also wenn es quasi ein feindlich Gesinnter wäre, hättet ihr ihn so quasi aktivieren können. In dem Fall können wir ihn einfach looten. Und dann wird manchmal, wenn man quasi hier einfach so hingeht und dann die Giftwolke hat, adden die Viecher hier. Deswegen hier immer vorsichtig sein. Den können wir einfach entspannt looten. Genau, so, dann drehen wir uns um und hier auch vorsichtig sein, immer auf Max Range bleiben, gerne auch in Verstohlenheit erstmal wieder rangehen und hier, soweit es geht, könnt ihr auch nochmal distracken, dann einfach hier looten. Dann, oh, jetzt habe ich hier gerade, war nicht verstohlen, das war ein bisschen schlecht, aber wir haben natürlich Vanish am Start, gar kein Problem. So, bevor wir in den nächsten Raum weitergehen, hier oben auch immer noch mal gucken. Und zwar sind hier auch noch ein paar Kräuterpunkte. Manchmal ist hier vorne auch einer noch. Hier ist jetzt in dem Fall einer. Ein Gromsblut. Ihr solltet immer von der Signifikanz her immer danach gehen. Traumblatt immer auf jeden Fall versuchen mitzunehmen. Die Ghost Mushrooms, die gleich noch kommen, auch. Das Gromsblut wiederum ist nicht so mega viel wert. Und manchmal lohnt sich der Aufwand dafür einfach nicht. Da werde ich aber gleich noch drauf eingehen. So, hier sei noch erwähnt, an der Stelle ist auch noch ein Buch-Spawn-Punkt, hier auch immer nochmal hingucken. Ja, eigentlich können wir an der Stelle schon mal einen Sprinten aktivieren. Das brauchen wir zwar nachher auch, um eine Truhe zu bekommen, aber wir haben auch Preparation noch ready, von daher kann man hier auch ruhig mal reinsprinten. So, hier müsst ihr jetzt aufpassen, und zwar ist hier nämlich gleich der erste unsichtbare Gegner am Start.
Der kommt hier lang patrouilliert und. Ja, er hat uns nicht gesehen. Wir müssen den nicht unbedingt killen. Wie gesagt, ihr könnt ihn umklatschen, müsst aber nicht. In dem Fall ist es eigentlich ganz angenehm, wenn nicht killen müssen. Von daher gehen wir erstmal weiter. Wir müssen eh noch einige killen, von daher werdet schon noch sehen, wie man die macht. So, dann kommen wir hier in den Raum rein von dem Wasserelementar. Und wie gesagt, das ist am Anfang ein wenig verwirrend. Ich weiß, ich habe auch etliche Runs gebraucht, um mich hier ein bisschen eingewöhnen zu können. Aber merkt euch einfach, ihr kommt in den Raum rein und auf der linken Seite, hier, da an der Wand, kann die erste Truhe sein. Ja, merkt euch das einfach. Hier ist die erste Truhe. Sie ist in dem Fall nicht da. Das bedeutet, sie ist an einem anderen Ort. So, gucken wir mal weiter. Hier immer möglichst rechts lang gehen, falls hier ein feindlicher Port drin ist. Okay, nee, gut, den können wir auch wieder looten. So, wunderschön. Und hier vorne ist der nächste Truhen, die nächste Location, wo eine Truhe sein kann, ist auch nicht hier. Dementsprechend müssen wir in den nächsten Raum gehen. So, jetzt könnt ihr aber hier sehen, und zwar hat man dann irgendwann raus, so ist ein bisschen verwirrend, weil die Etagen hier übereinander liegen quasi. Ist es manchmal so, dass ihr hier Kräuter seht, die aber eigentlich auf einer anderen Etage sind. Also da müsst ihr auch ein bisschen euch reinfuchsen. Ja, aufgrund meiner Erfahrung kann ich jetzt schon sagen, da oben an der Ecke liegt noch ein Ghost Mushroom und den werden wir uns quasi jetzt noch gönnen und deswegen gehen wir noch nach oben. So, hier immer direkt, jetzt habe ich es gerade verkackt, Cheap Shot eigentlich machen, jetzt mache ich hier direkt Evasion an, Ghostly Strike auch direkt für maximale Evasion und hier direkt Riposte auch reinklatschen und einfach schön downballern, wie gesagt, ne? Mit mehr Gear sind die Viecher dann auch einfach einfacher down zu bekommen. Seht ihr schon, ich habe hier kaum Leben verloren eigentlich bei dem Try. Noch einen, so. Und mach ihn dann jetzt schön entspannt down. So, jetzt gehen wir quasi direkt weiter nach oben. Und jetzt weiß ich, dass er schon ein bisschen weiter nach oben gegangen ist. Also hier ist auch mal ein Unsichtbarer drin, der euch auch von relativ weit weg sehen kann. Den gleich sehen hier. Und ja, jetzt gehen wir schon mal in Verstohlenheit rein. Der wird hier gleich sein. Und jetzt immer relativ schnell einfach hier Sheep Shot, fiesen Trick durchspammen. Dann bekommt ihr ihn gestunt, bevor er euch angreifen kann. Wieder Ghostly Strike gemacht. Ne? Wird erstmal schön wieder ausgewichen. Jetzt machen wir hier schön Damage einfach und ja, machen ihn down. Jetzt haben wir hier die Verlangsamung. Machen wir hier mal einen Gouge und bandagieren uns einfach. Auch eine schöne Kombi. So. Ausweichen, nochmal die Ghostly. Auch mal schöne Riposte. Wie gesagt, ein wunderbarer Spell für den Run hier. Und ja, hier haben wir schon mal den Vorteil, Gnom zu sein. Dieses nervige Gift können wir einfach hier mit der Gnomenfähigkeit direkt wegmachen. Das muss ich sagen, hat mir den Run hier nochmal, ja, macht den Run einfach mit dem Gnom im Speziellen nochmal angenehmer. Das heißt, wenn ihr Gnomenshow gespielt, hier auch noch ein kleiner ja, Vorteil für euch. Gut, genau, das ist der Mushroom, den ich hier meinte. Den looten wir. Jumpen dann direkt wieder runter. Und jetzt gehen wir quasi direkt hier, ja, wir gehen hier rechts lang. Als wir den hier triggern sollten, und, ja, hätten wir hier nicht. Und genau, wie gesagt, zwei Truhen Spawnpunkte können in dem Raum sein. Einmal da, einmal da. Waren beide nicht da? Und dementsprechend ist die Truhe garantiert im nächsten Raum. Und das finde ich einfach so eine coole Geschichte. Und das solltet ihr euch auch generell merken, was Goldfarmen in WoW Classic angeht. Ihr braucht eine konstante Goldfarmmethode. Also das ist einfach viel effektiver, wenn ihr euch darauf verlassen könnt, okay, so und so viel Gold macht ihr, wenn ihr das so und so lange macht. Denn viele Goldfarmmethoden, so Essenzenfarmen und so weiter, sind zum Teil einfach sehr RNG-abhängig und sind deswegen zum Teil wirklich nicht effizient. So, hier haben wir wieder so einen und der wird wieder so schnell wie möglich runtergeklatscht. So.
Wie gesagt, manchmal, wenn man wirklich gar nichts ready hat, können die so ein bisschen nervig sein. Aber gerade Riposte macht die ganze Geschichte ja wirklich deutlich, deutlich angenehmer. Oh, nochmal Riposte, ihr seht schon, ne, die gehen einfach down. Die Gnomenfähigkeit auch schon wieder ready. Es ist wirklich einfach ein Segen in der Inni. Wir werden hier nie wirklich verlangsamt. Wir können hier ohne Probleme einfach weitermachen. So, der nächste Truhen-Spawnpunkt, unbedingt merken an der Stelle, befindet sich genau dort. Genau an der Stelle. Die ist auch nicht da. Das bedeutet, die Truhe ist auf jeden Fall da hinten. So, was wir machen, weil wir eh hier sind, wir gehen erstmal hier hoch. So. Denn, was gibt es hier oben? Richtig, eine weitere Möglichkeit auf einen Bücherspawnpunkt, nämlich genau hier an der Stelle kann auch noch ein Diamol-Buch liegen. Deswegen unbedingt immer hier oben hochgehen. Hier kann manchmal auch noch ein Ghost Mushroom liegen, den dann auch looten. Und hier ist immer ein Buch, hier kann ein Buch liegen, deswegen immer auf jeden Fall hier kurz hochgehen und das abchecken. So, dann haben wir hier zwei patrouillierende Teufelsanbeter und die droppen einfach sehr gute graue Items und auch Teufelsstoff, deswegen wollen wir die eigentlich immer killen. Müsst ihr nicht machen, aber um auch hier an die 15 Minuten ranzukommen, wir sind bei ja, 10,5 Minuten gerade, wir wollen ja auch nicht quasi gecapped werden, wir da nicht mehr reingehen können. Deswegen, wir wollen immer so 15 Minuten pro Run machen und wenn ihr merkt, ey, ich bin zu schnell, dann macht einfach noch eins und vier hier und die droppen. Oh, jetzt haben wir zum Beispiel hier direkt gerade einen Teufelsstoff drin gehabt. Auch nochmal die Info, genau, wir haben mit 598 Gold am Anfang gestartet und ich habe nichts im Inventar gehabt, was wir quasi hier bekommen. Ne, wir haben jetzt schon zwei Mushrooms, vier Traumblatt, vier Gromsblut und ein Teufelsstoff und ein graues Item. Und genau, wir werden auf jeden Fall auch am Ende natürlich gucken, was wir hier in dem kompletten Run bekommen haben. So, wir gehen hier wieder ran. Oh, den können wir wieder... Nee, können wir nicht looten. Schade, ich dachte schon. Ah, seht ihr, jetzt haben wir hier gerade die Viecher. Ich kann die auch mal killen, dann seht ihr das vielleicht mal. Man könnte hier auch Evasion anmachen für, aber die sind noch relativ gut machbar. Ist halt nur blöde, wenn die Viecher einen angreifen. Während man gerade in der Nähe von anderen ist, so, dann greifen die dann auch an und dann kann es schon mal kritisch werden. Und idealerweise wollen wir die eigentlich nicht killen. Ja, weil die nicht wirklich gute Sachen droppen. So, jetzt sind wir hier bei 12 Minuten. Sind aber auch nicht mehr so lange. So, das Gromsblut nehmen wir natürlich auch noch mit an der Stelle. Denn das ist durchaus auch was wert. So, jetzt auch eine sehr gute Geschichte, dass wir hier den Mushroom an der Stelle haben, denn einige denken vielleicht, dass sie hier das Vieh hier angreifen müssen. Also man kann den auch quasi looten, wenn man den hier angreift. Einfach hier fieser Trick machen, dann 5 Kombo-Punkte aufbauen, dann direkt Nierenhieb machen und dann einfach hier auf Looten klicken. Das geht auch. Ihr könnt es aber auch deutlich entspannter machen. Ihr geht einfach hier so von hinten ran. Ja, von hinten ist immer gut. Und lootet dann quasi hier den Mushroom. So, wunderschön. Dann gehen wir weiter. Und nehmen den Teufelsanbeter. Ja, den nehmen wir jetzt nicht mit. Oh doch, den nehmen wir mit. Damit wir hier auch gleich, weil wir hier quasi gleich lang rennen und sprinten, ist noch auf Cooldown gerade. Den nehmen wir gerade noch mit. Wie gesagt, der droppt auch relativ gut. Teufelsstoff. Ein paar graue Items kann der droppen. Von daher, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie gesagt, wir werden uns gleich auch Anschluss an den Run hier anschauen, wie viel Gold wir hier in dem Run schon gemacht haben und das dann hochrechnen quasi auf die Stunde. Und ja. So, jetzt haben wir hier quasi die Truhe, von der ich gesprochen habe. Wir machen hier mal Vorbereitung an, damit ich sprinten quasi direkt ready habe. Ich decke gerade nochmal hoch. Und ja, hier haben wir quasi die Truhe, Leute. Wie gesagt, wir haben pro Run immer eine und auch die kann man relativ unproblematisch quasi bekommen mit dem Schurken. So, und zwar machen wir einfach aus maximaler Entfernung, schießen wir den hintersten Mob an, markieren ihn noch und sprinten quasi einfach hier oben zu dem Bereich, wo Lysandris oben am Chillen ist. So. So, und wenn wir jetzt oben angekommen sind, haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir die Mobs resetten. Und zwar, wir können einmal... Also, ja, müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir den nicht pullen. Wir warten gerade mal. Wie gesagt, die brauchen halt ein bisschen, bis sie oben ankommen.
Ihr habt ja wirklich ausreichend Zeit, um hier auch zu warten, bis der beiseite geht, wenn er gerade hier vorne sein sollte. Bringt ihr hier hoch und ihr könnt quasi jetzt einfach hier runter jumpen. Und machen wir auch mal, das war ein bisschen knapp, das war ein bisschen schlecht. Man kann hier drauf springen und die da resetten. Wenn man kein Vanish ready hat, kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen, aber ich bin in den meisten Fällen immer einfach gewanished, bam. Könnt ihr hier entspannt looten, wenn man eben nicht im Kampf sein darf, wenn man Truhen looten möchte. So, jetzt haben wir hier ein Mountain Silver Sage drin, das ist schon mal sehr schön. Und eine, ich bin auch einfach ein Honk, ne? Ein bisschen unaufmerksam natürlich gerade hier, weil ich das Video hier mache. Und natürlich, den pullen wir auch noch. Es läuft perfekt, Leute. Ja, das, ich hoffe, das wird jetzt kein Wipe hier. Das ist unglaublich, ne? Das ist mir ungelogen, das ist mir noch nie passiert, Leute. Ich schwör's euch. Ja, wir wipen tatsächlich. Oh mein Gott. Ja, das können wir auch nicht mehr verhindern. Einzige Möglichkeit, die mir noch einfallen würde, aber es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass wir das schaffen, dass wir einfach rausrennen. Das ist eigentlich unmöglich. Och, Leute, das gibt's doch nicht. Das ist mir noch nie passiert, ich schwör's euch. Das ist halt das Problem, wenn man ein Video nebenbei aufnimmt. Einmal mit Profis hier rein. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich den noch... Wenn wir das jetzt hier noch schaffen, ne? Oh, der wird aber auch nicht geslowt, ne? Er wird nicht geslowt, nein, das darf... Oh, jetzt wird er geslowt, dankeschön. So, ja, tut mir leid, dass ihr das gerade mit anschauen müsst hier. Oh Mann, jetzt würde ich einmal den perfekten Run für euch machen und ja, wird man hier wieder bestraft natürlich. Auch blöd, dass ich das hier noch nicht drin hatte, ehrlich gesagt. So, wir machen jetzt direkt Evasion wieder ab, Riposte, so... machen hier so. Noch einmal Riposte, noch einmal. Nochmal den. So. Gnomenfähigkeit und kurz weg. Da hätte ich nicht gedacht, dass das noch safe an der Stelle. Oh. Und ich dachte gerade schon, ich muss das komplette Video neu aufnehmen. Ey, gute Nacht, Leute. Na, komm her, noch einmal anschießen. Ja, so. Hängt Dodge an. So. Ist dich, Digga. Oh Mann, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Okay, Leute, ne, wir haben jetzt natürlich enorm Zeit verloren gerade und erstmal kurz durchatmen. Also wie gesagt, wir haben die Truhe und was ich euch eigentlich gerade zeigen wollte, wir haben hier die Stiftung des Reisenden in der Truhe drin gehabt, 1 Gold 44 beim Vendor. Die werden wir wahrscheinlich disenchanten. Ihr seht hier schon, wir bekommen da eventuell eine große ewige Essenz draus, die dann, ja, bis zu, wenn wir davon 2 Stück bekommen, können wir hier theoretisch gesehen bis zu 13, 14 Gold draus machen mit Enchanting. Also da sind auf jeden Fall sehr viel noch Goldpotenzial nach oben möglich. So, hier kann auch einer sein. Einfach, den könnt ihr entweder killen. Manchmal liegt hier auch ein Mushroom, dann würde ich den killen. Die Mushroom solltet ihr immer mitnehmen. Wenn da keiner liegt, könnt ihr quasi hier genau in der Mitte zwischen dem. Ja, das läuft heute nicht, ne? Läuft heute einfach nicht. Also einfach in der Mitte zwischen den beiden Wurzelknollen durchlaufen, dann triggert ihr die nicht. Und so, wir sind am Ende angekommen. Wir haben hier noch ein Gromsblut, den ich allerdings nie mitnehme, weil ihr könnt quasi hier oben hochgehen, dann von oben runterschießen, dann rennen die hoch, ihr könnt runterspringen und looten. Aber wie gesagt, ist für mich schon oft fehlgeschlagen und ist es, finde ich, auch nicht wert. In ein Gromsblut, also den Spot nehme ich nie mit. So, jetzt sind wir hier beim letzten großen Mushroom noch angekommen. Den auf jeden Fall immer mitnehmen. Ihr habt davon auch immer 4, meine ich, pro Inni. Jetzt haben wir den hier noch gepult. Also Leute, es ist einfach unglaublich. Eigentlich kommt jetzt nichts mehr. Das heißt, also ihr solltet wirklich auch natürlich konzentriert durch die ganze Geschichte durchgehen. Und wir haben das Ende der Inni erreicht. So, und jetzt kommt quasi mein absolutes Highlight von der ganzen Geschichte. Denn, Leute, dadurch, dass quasi die Inni auf 2 Seiten Eingänge hat, einmal hier in der Hümer drin und einmal hier den Hintereingang, könnt ihr quasi einfach hier, tada, resetten. Und wieder reingehen und quasi den Run von hinten nach vorne machen. Ja? Problem ist, die aufmerksamen Leute werden natürlich gemerkt haben, wenn ihr dann am Anfang wieder angekommen seid, könnt ihr natürlich nicht wieder hoch, weil ihr da ja runtergesprungen seid.
Da müsste dann einfach hier, das mache ich dann immer so, ich mache hier immer auf No Gear, über das Add-on Item Rack, da habe ich kein Gear mehr an und lasse mich einfach von Viechern killen. Bin dann am Friedhof, renne quasi wieder rein, resette die in die Feuer und kann dann quasi wieder von vorne beginnen. Das heißt, ihr müsst quasi jeden dritten Run müsst ihr euch quasi einmal killen. Und das finde ich eigentlich vollkommen, ja, chillig, ganz ehrlich. Man könnte es auch mit einem zweiten Account machen, mit Einloggen und so weiter, aber ich mache es auf jeden Fall so. So, Leute, jetzt kommt der spannende Teil. Wir schauen uns mal an, wie viel Gold wir quasi hier in einem Run gemacht haben. Wir haben mit 598 Gold und ein paar Zerquetschten gestartet. Das heißt, ich würde sagen, wir haben ungefähr 1,5 Gold gemacht an reinem Silberloot, mehr oder weniger. Dann haben wir 4 Ghost Mushrooms, werden hier mit ungefähr 5 Gold für die 4 Stück. Ja, kann man schon sagen, machen wir mal plus 5. Genau, sind wir bei 6 Gold 50. Dann haben wir hier Traumblatt, ist hier quasi angegeben auf meinem Server gerade 5 Stück für 2,90, also plus 2,9. So, dann haben wir, ne, könnt ihr im Tooltip einfach immer hier lesen quasi. 5 Grommesblut, also plus 4. Dann haben wir einen Berg Silberweißling. So. Dann ein Teufelsstoff, der wird hier angegeben mit 2 Gold und 6 Silber. Ja, also wenn man ihn schnell loswerden möchte, würde ich jetzt hier plus 1,8 ungefähr sagen. So geht er dann doch oft auf jeden Fall safe weg. Genau, dann haben wir ein gutes Item. Und hier nehmen wir mal den Wert, quasi plus 1, was war das? 4, so. Allerdings, ja, wenn wir quasi hier, müsst ihr euch vorstellen, hier, sorry, 2 große ewige Essenzen rausbekommen, wären wir schon bei 13, 14 Gold ungefähr, ne? Und wenn wir eine bekommen, 8 Gold, also ich disenchante die ganzen Geschichten eigentlich immer. Natürlich haben wir hier auch die 75%ige Chance, 1 oder 2 Illusion Dust zu bekommen. Ich gehe immer so das Risiko ein. Ihr müsst euch ja davon ausgehen, wenn ihr quasi 1 oder 2 Staub bekommt, verliert ihr immer ein bisschen Gold. Wenn ihr allerdings mal eine ewige Essenz bekommt, dann gewinnt ihr deutlich mehr Gold dazu. Wir gehen hier aber wirklich nur vom reinen Vendor Gold Preis gerade mal aus. So, dann haben wir ein graues Item. Plus 0,4. So. Dann haben wir hier, ich meine, die sind beide in der Indie gedroppt. Die werde ich auch einfach so verticken. Das heißt, reiner Silberwert ist hier nochmal 26 Silber, so plus 6. Und dann haben wir hier noch den Dornlingsamen, den man nicht irgendwie gebrauchen kann. Den zerstöre ich einfach immer, der gibt auch kein Gold. So, wir haben also 16 Gold und 21 Silber in einem Run gemacht und haben dafür, na gut, jetzt hier 19 Minuten gebraucht. Ja, wie gesagt, also glaubt mir einfach, wenn ich nicht so blöde gefailt hätte und dann auch den Kampf und so weiter und auch noch hier ein bisschen erklärt hätte, hätte ich die ganze Geschichte safe auch in 15 Minuten machen können. Dementsprechend machen wir quasi hier, ihr könnt in einer Stunde quasi 4 Runs davon machen. 15 Minuten, dementsprechend mal 4, sind wir bei 64 Gold in der Stunde, wenn wir, wie gesagt, von dem reinen Verkaufswert ausgehen. Wenn wir von den Enchanting möglich, also von dem Gold ausgehen, das wir mit Enchanting machen können, sind wir ungefähr im Schnitt auf 70 Gold in der Stunde. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie Clickbait wäre. Glaubt mir, wir haben jetzt auch nur einen Run gemacht. Wir haben kein Buch gefunden, wir haben kein blaues Item gefunden und wir hätten sicherlich auch noch ein bisschen mehr Gold machen können, wenn wir noch mehr Viecher gekillt hätten. Es war einfach ein Run, der nicht optimal lief, kann man vielleicht sagen, aber glaubt mir, wenn wir hier mehrere Runs machen würden und dann quasi den Schnitt nehmen würden, wären wir hier auf jeden Fall nochmal weiter oben vom Gold her. Genau, das soll es erstmal gewesen sein zu diesem kleinen, ja, sehr coolen Rogue Goldfarm hier. Also ich mache das wirklich den ganzen Tag gefühlt, auch wenn ich live bin auf Twitch. Mir macht das gerade einfach mega Bock, ehrlich gesagt. Und das nächste Video, was ich machen werde, wird eine einstündige Version hiervon sein. Also wir werden quasi eine Stunde lang diese Inn hier machen, 4 Runs hintereinander. Und dann genau gucken, wie viel Gold wir hier machen werden, wo die Truhen überall spawnen können. Ich werde euch alles nochmal genau erklären und seid auf jeden Fall gespannt auf das nächste Video und sagt mir gerne eure Meinung zu dem Goldfarm in den Kommentaren und in dem Sinne bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao.